Heute teste ich mal die Offroad-Fähigkeit von meinem One-Wheel-Pint. Die Dinger sind ja eigentlich eher so für Asphalt und die Stadt gebaut, aber ich check das jetzt mal aus, wie gut das Teil sich eigentlich im Gelände so macht. Bergauf über Wurzeln scheint es nicht ganz so gut zu funktionieren. Es ist auch verdammt steil hier, muss ich sagen. Vielleicht kann man es ja erkennen, wie steil der Berg hier tatsächlich ist. Hat schon ein paar Prozent. Ihr seht, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Das war einfach geil. Also Leute, wenn ihr mich fragt, mit dem One-Wheel-Pint kann man Offroad fahren. Es funktioniert echt auf Wiese, auf Schotter, auf der Straße. Nur ein bisschen bedauerlich ist, dass der Akku so schnell zur Neige geht. Nach einer Stunde ist Schluss oder nach 10, 11 Kilometern. Das ist echt schade. Und so wird es jetzt auch für mich Zeit, um wieder heimzufahren. Ich habe schon eine Akkuwarnung bekommen auf meiner Uhr. Also, bye bye.